Du besorgst dir ein Messer, mit welchem du die saftige, gelbe Zitrone in zwei Hälften schneidest. Die eine Hälfte nimmst du und riechst an der offenen Schnittfläche. Nun nimmst du die Zitrone und beißt herzhaft hinein. Die Kraft der Visualisierung. Du darfst nun langsam deine Augen wieder öffnen. Für mich als deine Mentaltrainerin wäre es sehr spannend, von dir zu hören, was du in den letzten Minuten gedacht und gesehen hast. Ich stelle dir gleich einige Fragen, die du für dich beantworten kannst. Wenn du weiterführendes Interesse an dem Thema Visualisierung hast, kannst du deine Antworten auch aufschreiben, um mit deinem derzeitigen Stand an Visualisierungsfähigkeit weiterführend zu arbeiten. Bereit? Hast du dich überhaupt auf das Experiment eingelassen? Welche Farbe hatte die Zitrone? Hast du die Struktur der Zitrone gefühlt? Hast du etwas riechen können? Hast du eine Art Film gesehen oder war es eher eine Aneinanderreihung einzelner Fotos? Hast du deine Küche gesehen? Wie groß war deine Zitrone? Konntest du die Zitrone in deiner Handschale hin und her bewegen? Hast du deine Bilder in Schwarz-Weiß oder in Farbe gesehen? Waren die Bilder genau in der Mitte oder eher rechts oder links? Hast du mit deinen eigenen Augen gesehen oder eher aus einer Art Kameraperspektive? Wenn du aus einer Kameraperspektive gesehen hast, war die Perspektive gleichbleibend, zum Beispiel immer von oben? Oder von hinten rechts? Oder wechselte die Kameraperspektive?